Apfelkuchen gehört im Herbst und Winter einfach dazu und ist so ein elementarer Teil unserer kulinarischen Identität in Deutschland. Und Apfelkuchenrezepte gibt es wie Sand am Meer, ungefähr so viel wie es Omas und Mamas in der Republik gibt, würde ich vermuten. Die Variante hier wird mit Vanillepudding zubereitet und auf einer Rührteigbasis. Wichtig ist bei Apfelkuchen immer, dass du einen richtigen Kochapfel oder Backapfel verwendest. Welche Sorten sich da ganz besonders gut eignen, habe ich nochmal auf heißehimbeeren.com zusammengeschrieben. Da findest du auch das Rezept ganz im Detail. Das habe ich dir wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und da findest du übrigens auch noch weitere leckere Apfelkuchenrezepte, denn Apfelkuchen ist so von September bis März, so ja ungefähr was es bei mir wöchentlich gibt. Wir legen los mit einem Rührteigboden. Du siehst schon, der Rührteig hier ist ein bisschen fester, das darf aber auch so sein, denn unsere Füllung ist relativ feucht durch die Äpfel und auch durch den Pudding. Und da passt es ganz gut, wenn der Rührteig ein bisschen fester ist und noch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Für unsere Füllung brauchen wir auch einen Vanillepudding. Den bereite ich ein bisschen anders zu, als das die Packungsbeilage sagt, nämlich mit Ei und ein bisschen weniger Milch, dass der einfach mehr Bindung noch zu unseren Äpfeln gibt. Dann wird der Pudding mit den Äpfeln vermengt, kommt zu unserem Rührteig und obendrauf kommen die Streusel. Die sind für mich, ja, Streusel und Apfelkuchen, das geht ganz einfach immer. Nach dem Backen darf der Kuchen dann auskühlen, am besten über Nacht, denn du siehst schon bei mir hier, der ist frisch aus dem Ofen und noch relativ, ja, weich. Also lerne aus meinen Fehlern und lass ihn eine Nacht im Kühlschrank stehen, bevor du ihn anschneidest.